Den Zwölfen zum Gruß und willkommen zur 100. Folge. Ja, Jubiläumsfolge heute bei Drakensang. Und wir haben etwas vor. Wir sind im Hort des Drachen, sind voll aufgeplustert und ohne weitere Umschweife geht's direkt ab. Wir haben hunderte von Harpieren getötet, ach, was sage ich, tausende. Wir sind mit Arom, ja, dem Sohn des, also dem Prinzen quasi, jetzt merke ich hier am Start, Smurolosch. Und sein Gefolge, denn auch die... Ach, da ist er wieder, der Archon Megalon. Noch seine zwei Armbrust-Drachentöter sind mit dabei. Wir sind guter Dinge. Aber jetzt reden wir jetzt erstmal mit dem Guten. Wo natürlich wieder die Zeit weiterläuft, während wir unsere... Egal. Guten Tag. Ich muss sagen, dieses Tal hat sich als wahrer Glücksgriff für meine Forschung erwiesen. Ihr habt den Angriff des Drachen ja auch mitverfolgt. Das war alles sehr aufschlussreich. Aufschlussreich? Ihr habt gewusst, dass dieser Drachenprinz einen angreifen wird. Warum habt ihr nichts getan? Es liegt nicht an mir, mich in diese Angelegenheit einzumischen. Wir spielen alle unsere Rollen in dieser Welt. Ihr mögt den Drang verspüren, euch in das Rampenlicht zu drängen und den Ausgang des Stückes zu beeinflussen. Meine Rolle hingegen ist die eines Zuschauers, eines Zeugen, wenn ihr so wollt. Für meine Forschungen war es von großer Wichtigkeit, dass der Angriff plötzlich erfolgte. So konnte ich die Auswirkungen des plötzlich auftretenden, unerwarteten Terrors beobachten. Hätte ich die Menschen gewarnt, so hätte sich ihre Furcht langsam aufgebaut und das Ergebnis wäre ein anderes gewesen. Ah, irgendwelche Energien oder was macht ihr, ihr Verrückte? Und was habt ihr in Brensheim gelernt? Habt ihr sie nicht geschmeckt, diese Atmosphäre der Furcht? Während des Drachenangriffs quoll die Panik in den Menschen hervor und beraubte sie all ihrer Vernunft. Sie liefen herum, kreischten, taten alles, nur wenig Sinnvolles. Ein guter Einblick in die menschliche Natur. Und was sucht ihr jetzt hier? Haben Drachen auch Angst? Ich glaube nicht, dass ein Lebewesen auf Dere gibt, dass es ein Lebewesen auf Dere gibt, das nicht in der Lage ist, Angst zu verspüren. Ja, auch Drachen können Angst verspüren. Und dieser ganz besonders. Wieso? Ihr scheint mir die Beste zu wissen. Was könnt ihr mir über sie erzählen? Die Kreatur ist ein Draco Magento, ein Purpurwurm. Eher jung, schätze ich. 10 Schritt lang, mit 6 Beinen und schwarz-blauen Augen. Er scheint wie von Wahn, Angst und Raserei getrieben zu sein. Sein fremdartiges Wüten und seine gewaltigen Kräfte müssen bei den Menschen zwangsläufig tiefste Existenzängste hervorrufen. Glaubt mir, üblicherweise sind Drachen intelligenter, als dass sie wahllos Menschen töten, so wertlos sie auch sein mögen. Möglicherweise ist er ja in der Brunft. Wisst ihr, wie ich gegen Drachen kämpfen kann? Mit viel Leichtsinn und Lebensmüdigkeit. Ach, verzeiht den Humor eines alten Mannes. Euer aus Verzweiflung gewonnener Mut ist passierlich. Nur ein Narr würde versuchen, einen Drachen allein zu bekämpfen. Er ist ein zu starker, zu schlauer Gegner. Der Bauch der Kreatur ist weniger gut gepanzert als Kopf oder Rücken. Beachtet auch den Flammenatem aus seinem Maul. Er kann euch leicht vernichten. Ach Gottchen, Conchines-Salbe. Genau, deswegen braucht man das Viehzeug nämlich. Conchines oder was auch immer. Conchines-Salbe hilft gegen solche Verbrennungen. Ich könnte euch welche verkaufen und manch anderes Kleinod der Kräuter- und Zauberkunst. Ach so, ganz schön geschickt, oder? So kurz vor knapp stellte sich hier davor und wieder Wucherkater. Der einst bei Secret of Mana. Cool, was habt ihr denn? Was habt ihr denn? Ausdauertrank, okay. Eine Brandsalbe hat er. Hervorragend. Uns fehlt eine Brandsalbe. Brauche ich wahrscheinlich nicht, aber später, glaube ich, geht's noch gegen andere Viechers ran. Deswegen kaufen wir ihn einfach mal. Und einen Waffenbalsam und Schleifstein immer gleich mit. Zaubertrank Antidot. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Nee, ich würde sagen, wir sind ganz gut beraten. Falsch 20, ja, stimmt. Wenn wir weitergehen. Und er ist auch schon weg. So schnell kann es gehen. Ja, super. Jetzt sind die ganzen Armatrots, kann man gleich wieder neu zaubern. Hervorragend. Und es frisst mittlerweile so dermaßen viel. Ja, dann müssen wir kurz mal abwarten. Jetzt ist natürlich der Körperkraftattribute wieder weg. Mein Gott. Das Vieh lebt noch 5 Minuten. Ich glaube, es lebt noch nicht so lange. Obwohl, Feueratem wird ihm wahrscheinlich nicht so viel ausmachen. Nehme ich mal ganz stark an. Muss ich halt die Attribute wieder draufzaubern. Ja, so ist es halt. Aber wenigstens muss ich nicht darauf warten, dass die Mana jetzt wieder sich erneuert, denn die ist ganz gut. So, Wundpulver hält noch 5,5 Minuten an.
Die Zeit sollten wir vielleicht sinnvoll nutzen. Ob es wohl irgendwelche Kräuter gibt? Wahrscheinlich schon, oder? Also Brandsalbe haben wir jetzt auf jeden Fall noch. Oh Mann, hier wird es schon feurig. Müssen wir sie im Krater bekämpfen, die wilde Bestie. Aber sie sind noch jung. Obwohl brünftig wird es wahrscheinlich dann noch ein bisschen unangenehmer sein, oder? Oh oh. Da sitzt das Vieh und freut sich auf uns. Vielleicht hätte ich vorher mal die Brandsalbe benutzen sollen. Gartosha Mortomosh Garkaroshem. Lasst uns der Bestie zeigen, wie Amboss-Zwerge kämpfen. Oh, die haben schon getroffen. Oh oh. Volle Deckung, Männers. Nein! Meine Brüder! Das soll deine letzte Gräueltat gewesen sein, Bratrakash. Ja, sieh mich nur genau an. Ich bin Prinz Arum, Sohn von König Arombolosch, und werde deinem Zerstörungswerk ein Ende setzen. Die hatten einen Trefferpunkt. Was war das denn für Lappen? Ich denke, der hat ja so einen krassen Drachentöter mitgebracht. Aber wahrscheinlich meinst du die Lappentöter. Hinfort. Zum Angriff. Andererseits. Wie lange hält denn das an? Nicht so lange. Sollen wir ihn trotzdem mal benutzen? Ja, komm, wir fangen mal an mit Salbe. Muss ich jetzt. Ja, Gott, ich wollte sie eigentlich da unten reinbieben. Ist. Ethogal. Jetzt machen wir das Ganze so. Zack. So. Also jetzt, wo ich gesehen habe, wie dieses Ding Prinzhain hat in Flammen aufgehen lassen, kommt mir das mit dem Heldsein gar nicht mehr so spannend vor. Wieso? Feuerball kommt. Haben wir alle die. Ja, Brandsalbe ist aktiv. Brandsalbe, aber nicht bei allen wirkt sie, oder? Doch. Also, das nenne ich mal gutes Timing. So, das, was wir haben, wird hoffentlich wieder regeneriert, genau durch das Wundpulver. Formation! Ja? Achso, ich dachte, er sagt uns welche Formation. Gut, die Frage ist jetzt, was. 900 Lebenspunkte. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, vormarschieren. Bei meiner Axt. Ja. Jawohl. Und einfach drauf hacken. Alles klar. Ich schätze mal, Wunden werden nicht viel bringen. Also laufen wir erstmal aus dem Feuerkegel hier raus. Falls es in einer ist. Ich weiß es nicht. Und. Verdammt, haben wir Plumbumbarum. Oder Plumbumbarum oder was? Acceleratus. Ach, hätte ich doch den guten. Könnte höchstens so ein Guardium-Zauberschild auf mich zaubern. Falls er mich angehen sollte, kann ich zumindest, was die Feuergeschichte angeht, vielleicht ein bisschen was. Ja, das ist eine Möglichkeit. Machen wir das mal. Was kostet das? 5. Gekauft. Und sie stellen wir mal daneben, beziehungsweise Kälteschock. Kälteschock gefällt dem Vieh wahrscheinlich nicht so wirklich. Okay, dann wollen wir mal. So, was macht ihr hier? Nicht so viel, oder? Das bin ich. Was genau ist dein Problem? Wir sind jetzt schon wieder Schaden. Brennt doch gar nicht mehr. Was soll das denn? Da kommt Zauber. Zack. Arquartus. So, die werden wir vorne mit Heiltränken mein abfüllen. Und hinten kommt die Zauberei zur Geltung. Okay. Was haben wir denn schon? Wieder brennt. Der kann brennen? Wieso kann der denn brennen? Alles klar. Und wieso bist du so dumm? Du sollst zaubern, habe ich dir befohlen. Phorax. Sag mal, wie nah muss die Gute eigentlich ran? Das, Nimm das! Ja, nimm das. Das holt er aus. Das kippen sie wahrscheinlich alle um. Ja. Auch die. Ihr hole Nuss, oder? Ich bin verwirrt. Wunden schlagen wird nicht funktionieren, ne? Vulminictus? Ne, das ist ein Kälteschock. Arquartus. Na gut, dann gehst du halt. Und wieso dauert das hier ewig und 3 Tage, bis die mal was macht? Die will gar nicht richtig, oder? Alles klar. So, sie steht im. Nimm das!
Nein, du sollst doch den Müll zaubern. Was mache ich denn? Also nochmal für vorne. Was ist denn los? Wieso zaubert die nicht? Wieso das Zaubern, du hohle Nuss? Lara? Was genau ist eigentlich deren Problem gerade? Das verstehe ich nicht so ganz. Dann heilen wir mal auf weniger Stufe. Unterwegs. Oder hat er so viele Angriffe pro Runde, ja, dass er deswegen... So, der Arm darf gerne überleben. So. Lass das mal vor Grimm machen. Für Ardo. Ach, der hat ja nur noch ein Drittel, zwei Drittel. Jawohl. Was ist jetzt los? Brecht ihren Widerstand. Und wieso brennt der die ganze Zeit? Nimm das. Verstehe ich nicht. Ja, ein Drittel hat er noch. Jetzt kommt die Heilung. Oder auch nicht. Er brennt. Heilung will nicht. Umgeworfen wurde er. Die brennen alle, okay. Ja, gut. Er wird wahrscheinlich jetzt nicht direkt nochmal Feuer machen, oder? Ich bin dennoch ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Du heilst mal den Kollegen. Und du heilst mal das, den elementaren Diener. Ich versuch mein Bestes. Dem geht's noch gut. Draufhauen. Vielleicht noch? Hm. Irgendwie. Ja. Einkreisen. Naja, gut, das Feuer, das brennt halt jetzt momentan, aber wir haben ja zumindest ein bisschen Wundpulver. Na gut, das bringt nicht so viel. Könnt ihr den mal ganz verteilen? Der sollte, glaube ich, überleben. Vielleicht hat er eine Feueraxt oder sowas. So. Heilung ist erfolgt. Gut. Ja, dann übernimmt ihr einfach nur mal die Heilung aus der zweiten Reihe. Ist ja okay. Dann habt ihr mal sonst nichts zu tun. Ist auch okay. Ja. Was nun? Weiß ich nicht. Ich kann ja mal zustechen. Der wird auch noch regeneriert. Das ist auch nicht schlecht. Er wird gerade geheilt. Wie hast du denn noch? Immer noch reichlich. Hm. Geh mal vor und blieb mal heftig. Nimm das. Genau. So, Drachen töten. Leicht gemacht. Wir machen ja ganz guten Schaden. Was sind denn so viele? Also hübsch ist er ja, muss man sagen. So, Heilung erfolgt. Und der gute... Oh, oh. Gut. Da sie jetzt wahrscheinlich alle brennen, dürfen sie gleich mal die Heilsalbe nutzen. Ja, alle brennen. Salbe. Salbe. Und Brandsalbe. Damit gehen hoffentlich auch die Brandwunden direkt weg. Jawohl. Ah ja, so ist wahrscheinlich gedacht. Der Jaff. Achso, wahrscheinlich muss man den runterknüppeln. Jetzt hat er nämlich keine Lebensenergie mehr. Achtung. Gut, dann... einen guten Arm heilen. So, was ist nun? Heil dich mal spaßhalber selber. Genau. Bei Rondra. Dich heilt keiner, ne? Ja, komm, dann mal einen Heiltrank. Einen Heiltrank darfst du. Machen wir Schaden? Er hat keine Lebensenergieanzeige mehr. Warum ist das so? Warten wir auf irgendwas Besonderes oder... Wie ist das zu verstehen? So, alle sind geheilt. Wir greifen weiter an. Ach, da oben ist er jetzt wieder. Ja, 260 hat er noch. Das ist irgendwie... bisschen billig, oder? Stich mal zu. Wunden werden nicht funktionieren, aber zumindest... wir können auch den Dickerchen, können wir einen Acceleratus verpassen, aber lieber warte ich im Moment, warte auf die Heilung. Ja, ein bisschen Schaden haben sie genommen, aber das geht noch. Ja, umgeschubst ist er auch. Klar, der brennt ja wegen des Elementars, genau.
Arm geht's aber noch gut. Ist der wieder geheilt? Eigentlich nicht. Der hält auch nur noch 2 Minuten. Ja, so einen billigen. Einen billigen Heilzauber vielleicht mal zur Abwechslung. Einfach nur, dass der wieder regeneriert. Na klar. Na klar. Gut, dann kriegt Arum doch noch eine. Eine leckere Heilung. Na, kommt nochmal Feuer oder. 180, viel hast du nicht mehr. Muss dich langsam mal beeilen, mein Junge. 150 hast du noch. Können auch einen Dreierschlag machen, aber. Nee, kann man nicht, weil er die falschen Waffen hat. Oh, ich kann mal ganz kurz zum Gift. Zur Giftklinge wechseln, spaßhalber. Und dann mal versuchen, so einen Dreierangriff zu machen. In der Hoffnung, dass wir den damit irgendwie so ein bisschen schwächen können. So, Heilung ist erfolgt. Alles klar. Okay, was ist jetzt los? Umgeschmissen? Nein, euch geht's noch super. Super gut geht's euch. Hervorragend. Trotzdem auf den Trall da so ein Blitz, ich find. Ja, genau. Dolch mit 2 Händen. So ist richtig. Wer stöhnt da so doll? Wir nehmen ein bisschen Schaden, aber das ist, denke ich mal, zu vernachlässigen. Ja, das wird nicht funktionieren. Wahrscheinlich ist er immun gegen solche Gifte, deswegen wieder zurück. So. Das bin ich. Wie hat er denn noch? 77. Ja. Bei Rondra. Da machen wir die dann rum und hauen einfach weiter drauf. Widerstand. Genau. Für Ardo. Was kannst du noch? Flieg mal kräftig zu. Ich kann sogar einen Fulminictus zaubern, dann ist eh Feierabend, oder? Ja, aber ich lasse es mal. Hier warten wir noch eine Kampfrunde oder 2 ab. Brennen tut er auch. Da ist nicht mehr viel. Nicht mal 50 hat er noch. Und er kann nochmal drauf hacken. Bei Rondra. Sparen wir mal das dunkle Spezial. Viel hat er nicht. Brennen dürfte auch. Ach komm, wir machen. Noch ein Fulminictus. 29, beenden wir es. 28, 17 und weg ist er. Silberfälle! Ich dachte gerade, er möchte noch eine Runde. Und so fällt eine weitere Bestie unter dem Stahl der Angoschiden. Mir bleibt nur noch eins zu tun. Der Karfunkel. Ich werde ihn als Trophäe meinem Vater nach Morolosch bringen. Na, also jetzt kann keiner von uns den ausnehmen, ne? Es ist vollbracht. Nehmt euch, was ihr wollt vom Hort der Bestie. Morolosch hat seinen Preis bereits. Oh, sehr schön. Normalerweise horten die ja einiges, die Viecher. Mal gucken, ob es sich auch lohnt. Vielleicht finden wir 1000 Dukaten und können uns ein Boot kaufen. Auch ein Boot, oder? Was hast du jetzt davon, dass du dich mit uns angelegt hast, du Rieseneidechse? Ja. War irgendwie sehr simpel, oder? Ich meine, magietechnisch musste ich nicht irgendwie aufrüsten, hin und wieder mal ein bisschen heilen, aber das war's auch. Sind wir wirklich schon so dermaßen gut aufgestellt? Wahrscheinlich, ne? Was haben wir denn hier? Oh, Visierhelm, leichter Plattenpanzer. Panzerschuhe, überall so mit. Der Kopf, oh, der Kopf des Purpurwurms. Der abgetrennte Kopf des Purpurwurms. Zahn des Drachen. Der Zahn des Purpurwurms ist eine einzigartige Zutat. Er ist leicht und extrem hart und kann von einem meisterlichen Schmied zu einer hervorragenden Waffe verarbeitet werden. Ich würde sagen, den nehme ich mal mit. Der kommt mit nach Morolosch. Drachensehne wahrscheinlich mit Drachenbogen. Ein äußerst seltener Gegenstand ist die Drachensehne. Mit ihr kann einem Bogen genug Zugkraft gegeben werden, um seine Durchschlagskraft um ein Vielfaches zu erhöhen. Nur ein wirklicher Meister ist dabei in der Lage, die Sehne überhaupt herzustellen. Wie die Sehne. Achso. Ne, haben wir doch schon. Egal. Na, von mir aus. Gekauft. Drachenblut mal 10. Verbesserte Sehne brauchen wir dann auch für den Bogen. Naja. Wurmspieß. Eine der ältesten Waffengattungen der Angroschim, die bereits bei den Drachenkriegen Verwendung fand. 2 Handwaffe Speere, ja. Sind eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, 1 bis 11 ist halt schon ziemlich krass. Aber man kann nicht damit sonderlich gut kämpfen. Attacke wird reduziert.
Ja, man kann doch nicht gut verteidigen mit dem Ding. Bastardschwert, klassisches Bastardschwert aus dem lieblichen Feld. Naja, ich nehme es mal mit. Bevor es schlecht wird, aber wirklich brauchen tun wir es nicht. Ja, aber was ist jetzt mit dem Hort? Es wurde von einem Hort gesprochen. Wo genau ist er denn jetzt? Dahinter vielleicht? Oder hat er eben alles bei sich gehabt? Kann das sein? Drachen? Hort des Drachen, ja. Schlängelt sich auch schön wie der Schwanz des Drachen. Aber ich glaube, das war's, ne? Ich guck. Achso, der Kopf fehlt. Na so. Okay. Was, wenn ich den Kopf wieder anbringe? Geht das? Kann ich wieder ankleben? Panzertape oder so? Mal gucken, das möchte ich jetzt wissen. Kopf des. Ja, Kopf des Tatzelwurms dran kleben. Nein. Okay, wieder nicht. Aber vielleicht kriegen wir den Kopf wieder dran. Das sieht da nicht aus. Hier, Kopf des Bofor. Nee, verdammt. Leider abgeschlagen, bleibt abgeschlagen. Aber hier wird es nichts zu tun. Ach, der ganze Boden ist ja voll mit Skeletten und Knochen und Schädeln. Das sehe ich ja jetzt erst. Oh nein, er hat auf den Gebeinen vergangener Helden und so geruht. Okay, na von mir aus. Hier brennt noch irgendwas. Was, eine Kuh wahrscheinlich oder so, die sich geschnappt hat. Oder ein Pferd, was weiß ich. Toter Drache. Ja, das war's. Einen richtigen Hort? Finde ich nicht. Ich muss mal gucken. Ich möchte nicht losziehen und dann merken im Nachhinein, ja, ups, hätte ich mal die Truhe geöffnet oder so. Das fände ich nicht so prickelnd, aber da ist nichts, ne? Das war's. Okay. Gut, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Wir haben dem Drachen den Schädel abgeschlagen. Schädel abgeschlagen. Und auch sonst, ja, gekämpft haben wir gegen ihn, aber irgendwie, ich weiß nicht, so richtig krass war das jetzt nicht, oder? Weil er alleine war. Ich dachte, da kommen vielleicht noch Viecher dazu. Dann wird es richtig unangenehm. Oder dass das Feuer uns halt wirklich den Hintern versohlt. Aber man hätte ja auch, glaube ich, Magieresistenz zaubern können auf die Leute. Ah, nee, können wir nicht, weil wir, da bräuchten wir den Jost. Ich denke, mit dem Jost wäre es noch einfacher gewesen. Andererseits, der Zweihänder, ich denke mal, der hat ganz gut reingehauen. Zwar nicht mit Wunden, das hat ja nicht funktioniert. Ich habe auch den Todesstoß angewendet. Das hat nicht geholfen. Karbaskan Draxin. Genau. Was für ein Kampf. Naja. In deinen Adern fließt ohne Zweifel das Blut alter Helden. Und du gehörst in eine Reihe mit den großen Drachentötern meines Volkes. Das ist allerdings völlig korrekt. Dieser. Oh, verdammt. Ah, dieser Karfunkelstein aus dem Schädel des Drachen ist das des Monstrums größter Schatz. Gut, dass du ihn dir genommen hast. Einfach mal so. Nun ist er in unseren Händen. Wie es die Tradition befiehlt, werde ich den Karfunkel-Bergkönig Aromborosch zu Füßen legen, auf das er sieht, dass die Heerschar der Drachen einen Soldaten weniger hat. Wir Drachentöter haben gelernt, aus den Überresten der Würmer Waffen und Tränke von großer Macht herzustellen. Als Dank für deinen Beistand möchte ich dieses geheime Wissen mit dir teilen. In diesen Aufzeichnungen findest du alles, was du wissen musst, um dir aus Jafgurs Überresten neues Rüstzeug zu fertigen. Ich werde sofort nach Murolosh aufbrechen. Es wäre eine Ehre für mich, wenn du mich auf meiner Reise begleiten würdest. Solltest du noch Dinge hier in Talon zu erledigen haben, so werde ich dich bis zur Stadt begleiten und dann allein weiterreisen. In diesem Fall wäre es mir aber eine Ehre, dich später vor den Toren Murolosh empfangen zu dürfen. Okay. Soll ich bis zur Stadt begleiten? Ich weiß nicht, was noch zu tun ist oder wäre. Überlegen. Zauber vielleicht noch den einen oder anderen mitnehmen. Genau, oder trainieren. Genau, ich muss auf jeden Fall noch in die Stadt. Dann gehen wir erstmal zurück. Geh du voran, wenn du bereit bist. Alles klar. Thronsaal zu Murolosh ist jetzt zugänglich. Der Weg nach Murolosh wurde aktualisiert. Bereich Hort des Drachen wurde abgeschlossen. Hervorragend. Töte den Drachen. Der Kampf hat uns viel gekostet. Aroms Freunde haben das Wüten des Drachen nicht überstanden, aber nun ist Jafgur tot. Arom schien beeindruckt von mir, aber die wahre Prüfung steht mir noch bevor. Der Weg zum Drachen ist nun frei. Triff Arom in Murolosh. Arom hat mich als Ehrengast nach Murolosh eingeladen. Ich soll ihn dort treffen, sobald es mir möglich ist. Hervorragend. Also muss ich nicht zurück nach, kommt er mit? Oder
Oh, möchtest du den Hort des Drachen endlich verlassen? Du wirst anschließend nicht mehr hier zurückkehren können. Ich denke mal schon. Ach Gottchen. Murolosch. Ich wollte doch nach... Moment. Ich kann nach Talon zurück. Oder muss ich mit ihm reden? Ja, erst noch in Talon, bitte. Hin teleportieren. Langsam. Aber sicher sollten wir aufbrechen. Ja. Gut, ich kann wahrscheinlich eben auch bei den Zwergen, oder? Kann ich da nicht auch trainieren? Moment. Erstmal schauen. Genau. Rezept Trank des Drachen. Info? Dieser aus Legenden bekannte Trank von großer Macht verleiht dem Anwender Kraft, Weisheit und Ausdauer eines Drachen. Alle Attribute plus 3 für 10 Minuten. Braucht auch nur 10. Oh, braucht nur 9 Talentpunkte. Die haben wir, glaube ich. Aber er braucht so ziemlich alles, was es gibt. Ich glaube, von allem 1, oder? Ja, so ziemlich. Ah ja. Anleitung Speer des Wurms. Haben wir schon gesehen. Speer. Oh, 2W6 plus 6. Erhöhte Chance, eine Wunde zu verursachen. Das ist natürlich auch ein Traum. Speer des Wurms brauchen wir dafür. Wir haben einen Speer des Wurms. Ah ne, halt, das ist die Waffe, die hergestellt wird. Zeugenstahl, Starnäche, Kohle, Leder. Okay. Zahn des Drachen. Aha. Also man kann. Das wäre natürlich nett, wenn man das auch mit dem anderen herstellen könnte. Oder so. Nur ein wahrer Meister der Schmiedekunst ist in der Lage, den Speer des Wurms herzustellen, aber auch nur dann, wenn er diese Instruktionen enthält. Die Zutaten sind schwer zu bekommen. Der Schaden ist nicht schlecht. Aber es hat einen Zweihänder. Die sehen meistens so aus. Wir lernen ihn. Oh, Drachentöter. Armbrust. Hervorragend. 3W6 plus 4. Sauber. Da hätte man schon, finde ich, direkt auf 3 Kampfrunden gehen können und dann runter auf 2. Eine meisterliche Anweisung, um eine Armbrust des Wurms aus besonderen und schwierig zu erhaltenen Zutaten herzustellen. Insbesondere sollte man hierfür einen Drachen töten. Drachensehne. Ja, die werde ich auf jeden Fall auch herstellen. Anleitung Drachentöter Bogen brauche ich nicht. Anleitung Säbel des Wurms. Achso, jede Waffe gibt es jetzt einmal. Komm, wir lernen sie einfach alle. Oder? Würde ich schon sagen. Wo ist es denn? Alchemie? Nee, Schmieden. Säbel des Wurms. Der Säbel des Wurms ist eine meisterliche Angelegenheit. Diese Anleitung verrät dem Schmiedemeister das richtige Vorgehen. Attacke parat plus 1. Erhöhte Chance, eine Wunde zu verursachen. Auch nicht schlecht. Und 1W6 plus 8. Hervorragend. Knauf. Zahn des Drachen. Zahn des Drachen. Moment mal. Abgebrochener Drachenzahn. Wird wahrscheinlich nicht der richtige sein, oder? Da brauchen wir wahrscheinlich den Zahn des Drachen, ja selbstverständlich. Warum kann es nicht auch ein abgebrochener sein für eine abgeschwächte Variante? Oder so? Das wäre auch nett. Ja, und nun? Nur mal alles gelernt. Aber eigentlich wollte ich... Ach komm, wir können eigentlich überall lernen. Ja, komm, beenden wir das Ganze. Die Frage ist, können wir zuerst mal nach Hause, dass sie um die Ardo-Geschichte kommen? Oder müssen wir... Halt mal. Wo ist der Murolosch? Ach, da unten. Müssen wir nach Murolosch weiter? Ich weiß es nämlich nicht. Oder sollen wir erstmal zurück in unser Anwesen? Geht das denn? Ja, es geht. Ah, okay, das ist jetzt einfach der Bereich, der ist geöffnet. Also wenn ich da Bock drauf habe, dann kann ich da hingehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt ins Zwergenviertel komme. Aber ich würde sagen, wir tauschen auf jeden Fall mal den guten Trall da aus. Der hat zwar ganz gute... ja, hat uns ganz gut gedient, muss ich sagen. Jawohl. Jawohl, sagt er da. Und das stimmt ja auch. Ja? War gar nicht mal so schlecht, der Kollege. Aber ich würde dennoch sagen, ich hätte gerne wieder den guten... wie ist er noch? Jost? Wie hieß er noch gleich, den ich unbedingt dabei haben möchte. Ja komm, wir legen einfach alles ab, was er hat. Oder? So, Smuck technisch, kommt auch alles mal weg. Die Hose darfst du behalten. Und dein Ketten nimmt auch. Eiserne Beinschienen, ja komm. Ach komm, behalt dein Zeug erstmal an. Allerdings, die schmeißen wir wieder raus.
Ja. Alles klar. Und damit dürfen wir uns dann verabschieden vom guten Traldar. Guten Tag. Wohlan, was ist euer Begehr? Wartet mein Pferdogger anwesend auf mich. Ich werde das, was ich an Ritter erhofft. Oh. Doch wie ihr wünscht. Ich breche sogleich auf und werde über eure Heimstadt wachen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, Dank, edler Ritter. Auf bald. So, wo ist er denn, der Gute? Miau, genau. Der Kristall leer! Er leuchtet nicht. Ja. Dieser Baum ist wunderschön. Sein Schatten spendet Trost und Frieden. Ah, okay, wir gehen Drachen töten und die schaut sich einen Apfelbaum an. Warum eigentlich nicht? Genau, warum kriege ich eigentlich nicht Äpfel von dem Ding für das Rezept? Ich verstehe es nicht ganz. Ich habe einen eigenen Apfelbaum, aber kann ihn nicht ernten. Wie komisch ist das denn? Oh. Oh, verzeiht. Ich bin wohl ab und an mit den Gedanken in der Ferne. Das macht doch nichts. Mit was kann ich euch zur Seite stehen? Genug studiert, Jost. Ich benötige eure magischen Talente. Lass mal schauen, wie viel hat er denn bekommen? Wie viele Punkte? Ja, 2.500 Steuerungspunkte hat er jetzt. Das ist natürlich super. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall irgendwo irgendwas finden, womit wir ihm die Zauber beibringen. Das ist natürlich dümmlich, dass er jetzt nicht dabei war, denn es wäre natürlich ganz schick, wenn ich die ihm irgendwie beibringen könnte. Vielleicht gibt es in der Stadt gibt's einen Zauberer. Vielleicht muss ich erst nach Murolosh, um dort neue Dinge zu lernen. Das steht auf jeden Fall mal ganz oben auf der Liste. Zum Beispiel auch sowas wie den Feuerball. 54. Ja, der ist auch, was das angeht, so schön mittendrin. Zwischen den beiden. Ja, hat er denn irgendwas im Inventar? Im Inventar? Nee, natürlich nicht. Wie wär's denn, wenn du mal anfängst und den Ring der Gewandtheit und der Konstitution an dich nimmst? Schlüssel, genau, hatten wir auch noch. So, jetzt mal überlegen. Der Dolch bringt jetzt ja nicht mehr so viel. Brandsalbe, Heiltrank, Heiltrank, Heilsalbe. Was haben wir noch? Kann der überhaupt mit Verbänden umgehen? Ich weiß es gar nicht. Hier müssen wir jetzt Ausdauertrank. Alter Brief. Aha. Fragmente, die brauchen wir auch nicht mehr. Genauso wenig wie die Rüstung. Hm. Schwarze Magierrobe. Ja, ich nehme es mal spaßhalber mit. So, Gewandtheit. Jetzt ist er noch leichter. Ausweichen 12. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so verkehrt. So, Konstitution. Ja. 40 Lebenspunkte ist in Ordnung, sage ich mal. Ja, ansonsten, auch man sieht schon, der hat auch, genau, der hat mit gelevelt, der ist jetzt auf Stufe 12, genau wie die anderen. Das finde ich immer ganz nett, dass man eben nicht nach Hause kommt und merkt, ja, sowas aber auch. Irgendwie habe ich so ganz und gar nicht mehr die richtigen Werte oder Level oder sowas und darf dann wieder mit dem losziehen. Das finde ich ist gut gelungen auf die Art und Weise. Ja, jetzt sind wir wieder vereint. Wir sind wieder zu Hause. Ja, 100. Folge hat sich doch gelohnt. Haben wir mal so einen kleinen Drachen haben wir getötet. Ich denke mal, das hat sich doch gelohnt. So als 100. Folge, das passt ganz gut in den Kram. Ja, was werde ich jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich werde mit dem Jost mal ein bisschen durch Ferdok ziehen und versuchen, vielleicht beim Hesinne-Tempel oder so. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, ihm Zauber beizubringen. Ansonsten, ja, mal schauen. Entweder geht es das nächste Mal dann auf nach Murolosh oder in Ferdok haben wir noch die ganze Geschichte mit dem Hafen. Da müssen wir auch noch Ardos Tod aufklären. Das ist ja auch noch, steht auch noch auf der Agenda. Das sollte man auf jeden Fall auch noch machen. Großartig, irgendwelche Tränke. Moment, was haben wir denn für Werte eigentlich, was das angeht? Alchemie 9, ja. Also wir könnten tatsächlich sowas wie... Moment, wo ist der Trank der... Wo ist er denn? Hallo? Moment. Achso, noch weiter runter. Trank, Rezept des Drachen, genau. Ach ja, Olginwurz. Moment, ich hatte Olginwurz. Wer hat Olginwurz? Moment, hat der... Der Traldar hatte das doch, oder? Ich hatte doch Olginwurz. Erzähl mir doch nichts. Dieser komische grüne Kringel. Ich hatte doch Ol... Wieso habe ich kein Olginwurz? Ein Zwerg, ein Wort. Oder waren es nur die Tränke? Ah, das kann natürlich sein, dass ich da nie was gekauft habe oder gepflückt habe. Das ist vielleicht nicht ganz so gut gewesen. Ja, wie unangenehm.
Ja, macht aber nichts. Egal. Beim nächsten Mal würde ich sagen, geht's dann weiter. Wie gesagt, entweder machen wir dann Murolosch direkt oder wir kümmern uns um den Hafen. Ich glaube eher Letzteres, denn ja, der Ardo, der soll ja auch nicht ewig und 3 Tage warten, dass es weitergeht mit dem Aufklären seines was auch immer. Ja? Und jetzt kommen wir aus dem neuen Bereich zurück. Das heißt, da hat es wahrscheinlich dann wieder neue Aufgaben von uns, für uns vom Vito, glaube ich, hieß er, im Ugdan-Hafen. Naja, da werden wir wieder mal nach dem Rechten sehen. Das war Jafgur oder so, der purpurne Drache. Eigentlich eine Lachnummer, aber naja, ich meine, die Lara, ne? Und mit einer Handvoll fast Drachentötern, was soll doch anderes dabei rumkommen als ein toter Drache und ein Drachenschädel im Gepäck. Naja, wenigstens mal gibt's mehr. Ich danke fürs Interesse und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.